Moin moin und hallo. Herzlich willkommen bei Game 2. Bald ist es soweit, der Tag, auf den die Welt sehnlichst gewartet hat. Okay, heißt das, wir kriegen endlich den Baldur's Gate 3 Beitrag, den wir alle verdient haben? Nein. Ich weiß, viele waren enttäuscht, du auch, dass Baldur's Gate letzte Woche keinen ganzen Beitrag bekommen hat. Aber das Timing der Sommerpause war dieses Mal einfach so schlecht, dass es nicht anders ging. Dein Ernst? Guck mal da. Oh. So, merkst du selbst, ne? Ja, was sollen wir denn machen? Sollen wir die ganzen aktuellen Releases ignorieren und in ein paar Wochen lieber nochmal einen Special-Beitrag zu Baldur's Gate 3 einschieben, nur weil das Spiel eines der besten Rollenspiele aller Zeiten ist? Das will doch keiner. Hä? Guck. Ah. Ja, gut, dann hätten wir das ja geklärt. Aber in dieser Sendung haben wir auch zwei vielversprechende Rollenspiele. Sea of Stars erinnert uns mit einem wohlig nostalgischen Gefühl im Bauch an die goldene Zeit der JRPGs. Außerdem sind wir euch ja noch den zweiten Teil unseres Starfield-Reviews schuldig. Genau, letzte Woche gab es unseren Ersteindruck. Jetzt klären wir, ob sich der mit mehr Spielzeit auch bestätigt. Wenn es um Starfield geht, könnte man den Eindruck gewinnen, dass es eigentlich nur zwei Lager gibt. Die einen, die sich nach sehr langer Zeit über eine neue, makellose Bethesda-IP freuen und die anderen, die für einen lauten Ausraster nach jedem Strohhalm greifen. Bethesda macht die Situation mit Phrasen wie 25 years in the making aber genauso wenig leicht wie der Umstand, dass die Xbox Series wegen ihrer kleinen Exklusivauswahl ständig mit der PlayStation 5 verglichen wird. Mir sind solche Streitpunkte aber erstmal egal, solange das Spiel bockt. Und weil ich mich die letzten Wochen in Sci-Fi-Rollenspiel gestürzt habe, kann ich euch zumindest meine Perspektive schildern. Über die Story hat euch ja schon Kuro letzte Woche einiges erzählt. Und weil die im Umfang nicht viel anspruchsvoller wird, sage ich nur so viel. Ihr seid am falschen Ort zur falschen Zeit, kriegt ein Raumschiff und eine Crew geschenkt und müsst nach magischen Artefakten suchen. Für sowas habe ich keinen klugen Spruch. Das ist einfach echt schräg. Einen guten Ersteindruck hinterließ bei mir der Character Creator, in dem ich dank zahlreicher Regler viel Zeit verplempert habe. Mit unterschiedlichen Klassen und Perks kann ich Vor- und Nachteile bestimmen. Bin ich eher extrovertiert und erhalte durch menschliche Begleitung mehr Ausdauer oder introvertiert und glänze im Alleingang? Einen festgelegten Pfad gibt es nicht, da man Schwerpunkte im Skilltree früh genug neu ausrichten kann. Und ob ich jetzt Bildhauer oder Koch bin, dem weiteren Spielverlauf ist das reichlich egal. Nö, ist schon wieder jemand abgekratzt. Ich brauche ein neues menschliches Schild. Ein Held. Was riecht denn hier so gut? Hey, du! Bist du mit dem Ballern? Ballern? Ich bin Koch. Was? Scheiß auf deine Backstory. Wir sind ja nicht bei Baldur's Gate. Wir werden vom Pirat angegriffen und nimmst die Knarre und gehst jetzt raus und ballerst. Hey, okay. Los! Ich muss doch nur meine Banane anbraten! Ja, Starfield ist eine richtige Schießbude. Dafür aber eine schöne. Denn was das Design einiger Locations und dem Sci-Fi-Interieur angeht, trifft Starfield einen Nerv. Egal ob Cockpit, Tisch oder Raumschiffschleuse, all diese mechanischen Oberflächen sehen so schön anfassbar aus. Da möchte ich mich am liebsten hochkant reinstellen und... Bro, damit bin ich wohl nicht allein. Ganz vergessen, eine neue Engine gibt es zwar, die basiert aber auf derselben Technik, die schon Skyrim und Fallout angetrieben hat. Manchmal sieht man es immer noch. Hello. Zusammen mit Starfields deutscher Synchro, die Lippenbewegung schamlos ignoriert, entsteht so ein richtiger Derpy Vibe. Leider bedeutet unser Erfolg, dass man manchmal Schiffsmodule von Stroud Eklund auf zwielichtigen Schiffen sieht. Das tut weh. Was mich aber wirklich aus der Immersion reißt, in den ersten Stunden reden alle mit mir so, als ob ich noch nie etwas von Raumfahrt gehört hätte. Dann aber werfen sich mir wenig später sämtliche Fraktionen um den Hals, als ob ich der geilste Typ des Universums wäre. Klingt, als hätten wir hier richtig gutes Vanguard-Material. Ich will dich in meinem Team, der UC Vanguard. Du bekommst eine Staatsbürgerschaft, Donuts und eine geile Bude. Yeeha! Lass dir von diesen Typen keinen Baron aufbinden und werde Teil der Free Star Collective. Du bist der Perfect Sheriff. Das sind alles Pappnasen. Mach bei der Constellation mit und ergründe mit uns die Geheimnisse der Artefakte. Nein, die Entstehung des Universums. Na, für wen entscheidest du dich?
Von den 12 Fraktionen in Starfield könnt ihr 5 beitreten. Gleichzeitig, was ihr auch tun solltet, denn in den dadurch freigeschalteten Missionen winken zahlreiche Belohnungen. Tretet ihr den United Colonies bei, gibt's zum Beispiel irgendwann die Staatsbürgerschaft, mit der ihr euch eine schicke Bude kaufen könnt. Eigentlich ein cooles System, nur sollte man es nicht weiter logisch hinterfragen. Dass ich relativ ungehemmt als Räuber und Gendarm unterwegs sein kann, beißt sich natürlich. Mit solchen Ungereimtheiten im Worldbuilding muss man sich leider abfinden. Das wird einem spätestens dann bewusst, wenn man zufällig über eine Geiselnahme stolpert und der Sheriff der Stadt einem als kompletten No-Name volle Verantwortung für die Deeskalation überlässt. Sag, was du sagen musst, aber was sie auch fordern, ich gebe es ihnen auf gar keinen Fall. Aber ganz ehrlich, gerade die Nebenquests mit all ihren Fehlerchen haben mir in der Summe am meisten Spaß bereitet. Manchmal stört mich die offensichtliche Einteilung in gut, böse und neutral bei den Dialogentscheidungen und ich wünschte, mehr NPCs würden auf meine humorvollen Antworten auch mal gewitzt reagieren. Ach, hör doch auf, das ist ja erbärmlich. Aber dass sich mir so viele optionale Herangehensweisen in den Nebenquests bieten, gibt mir zumindest die Illusion, dass ich mir meine eigene Geschichte zurechtlegen kann. Weil ich es von Anfang an auf ein fettes Raumschiff abgesehen habe, war meine Herangehensweise vergleichbar mit der eines berechnenden Opportunisten. Blöd ist zwar, dass ich für richtig mieses Arschlochverhalten keinen langfristigen Denkzettel bekam, wie oft ich aber Antworten abwägen und die Reihenfolge gewisser Aktionen vorausplanen musste, um keine ungewollte Kettenreaktion auszulösen, führte immer wieder zu puzzelartigen Momenten. Dabei kann man sich durchaus ärgern, dass das schon aus Fallout bekannte Überzeugungssystem zufallsabhängig ist. Aber weil auch Perks, Klasse, Skillauslegung und Fraktionsmitgliedschaften zusätzliche Antworten ermöglichen, entsteht so ein wilder Mix aus Reaktionen, die Einfluss auf den weiteren Questverlauf haben. Manchmal reicht es aber auch einfach, Leute aus dem Leben zu sprengen. Stimmt, Gewalt, da war ja was. In vielen Nebenquests und gekaperten Außenposten kommt es regelmäßig zu Schussgefechten. Auch wenn Starfield ein bisschen was an Trefferfeedback vermissen lässt, wumst und scheppert es richtig, wenn man Gegner ins Nirvana befördert. Wer optimieren will, kann die unterschiedlichen Waffentypen wie so ziemlich jeden Gegenstand im Spiel an besonderen Bänken mit Mods verbessern. Allerdings laufen die Kämpfe ziemlich gleich ab und auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spaziert man oft an orientierungslosen Gegnern vorbei, als wäre deren Helm beschlagen. Kämpfe im Orbit hingegen bieten schon eine steilere Lernkurve, vor allem weil das Schild des Raumschiffs am Anfang noch ziemlich anfällig für Angriffe ist. Mit besseren Teilen für Feuerkraft, Antrieb und Schildkapazität fühlt man sich aber schon bald so unschlagbar wie Han und Chewie. Oder ihr kauft, klaut oder baut euch gleich von Grund auf eine eigene Vernichtungsmaschine. Schade, dass es darüber hinaus aber nicht wirklich viel Spielraum für die Nutzung des Schiffs gibt. Keine spannenden Langstreckenflüge, keine Verfolgungsjagden, selbst die Möglichkeit, an feindlichen Schiffen vorbeizustaffen, indem man die Energieverteilung des Schiffs minimiert, ist zwar cool, aber selten notwendig. Alles fängt bei Kauf und Modifizierung an und endet mit ziemlich gleich ablaufenden Kämpfen im Orbit. Und dann wäre da noch die Tatsache, dass ihr Nachbarplaneten und Sonnensysteme nur per Schnellreise erreichen könnt. Gerade bei längeren Missionen mit regelmäßigen Sprüngen zwischen Sonnensystemen platzt beim wiederholten Navigieren über die Karte der Traum vom stimmungsvollen Weltraumerlebnis. Endlich Zeit für mein lang ersehntes Sci-Fi-Abenteuer. Moment, das war's? Lass dir von diesem Typen meinen Baron abschweißen! Lucy Wenger! Ich bin Staatsbürgerschaft! Donuts! Und auch noch mit deiner eigenen Bude! Habt ihr euch dann auf Mond oder Planet teleportiert, kann die Sammelei losgehen. Da gibt es diverse Zielpunkte, wie beispielsweise von Piraten überlaufene Außenposten für noch mehr Baller-Action und ganz viel Kram zum Scannen, um Erfahrungspunkte zu sammeln und Analysedaten zu verkaufen. Das macht man ein paar Mal, freut sich über den Loot und zieht weiter. Die prozedural berechnete Grundlage der Planeten macht sich in den willkürlich verteilten Zielpunkten bemerkbar, die nicht gerade vor kreativen Ideen strotzen. Ich finde es gut, wenn die Leute offen ihre Meinung sagen. Wollt ihr selbst Außenposten bauen, kommt ihr nicht an Rohstoffen vorbei, die ihr auf Planeten sammeln könnt, bis der Cutter glüht. Also Karte wieder auf, Planetenoberflächen scannen, Steinchen sammeln und von vorn. Habt ihr dann, was ihr braucht, könnt ihr diesen Kreislauf verkürzen. Maschinen zur Gewinnung von Rohstoffen und Herstellung von Gegenständen erleichtern den Starfield-Alltag und mit Windturbinen und Generatoren bringt ihr den Laden zum Laufen. Dank Frachtlings könnt ihr den Kram sogar an eure anderen Außenposten verteilen. Für mich war aber schnell klar, eigentlich will ich nur eine gemütliche Chill-Area bauen. So? Ja, nicht schlecht und... Ah, so lässt sich entspannen. Aber irgendwie fühle ich mich trotzdem einsam, so ganz allein auf diesem leeren Planeten.
Was Außenposten und Raumschiffbau betrifft, konnte ich gerade mal an der Oberfläche kratzen. Wer also ein Spiel im Spiel will, darf jetzt zahlreiche Stunden in die Optimierung stecken. Baumuffel müssen aber nicht befürchten, ausgeschlossen zu werden. Zu tun gibt es trotzdem genug. Allein schon, weil die Galaxie Sonnensysteme ab Level 70 anbietet, in denen mit einer Level 33-Figur am Ende der Story der Boden aufgewischt wird. Gut, die Hauptstory hat mich nicht wirklich mitgerissen, dafür ist sie zu geradlinig erzählt, geht mit ihren wenigen emotionalen Momenten zu unbeholfen um und erzählt sich hauptsächlich in Close-Ups stocksteifer Sci-Fi-Holzfiguren. Für einen coolen Kniff lohnt es sich aber, bis zum New Game Plus durchzuhalten, auch wenn es da einen kleinen Haken gibt. Schaut mal, mein geiles Raumschiff. Und eine coole Bude. Naja, ausbaufähig. Ganz besonders stolz bin ich aber auf meinen Außenposten, guck mal. Och nö. Ja, dann ist die Bude weg. Aber auch ohne New Game Plus wird es nie langweilig. Es muss einem nur klar sein, dass Starfield ein sehr mechanisches Erlebnis ist, in das man sich erst reinfuchsen muss. Wichtige Elemente der Menüs sind wenig intuitiv, so dass man erst Stunden später versteht, wie das sperrige Waffenrad oder die Lagerung von Gegenständen funktionieren und warum Starfield von seinen Schnellreisen lebt, aber weder gescheite Schnellreisepunkte noch Karten für verschachtelte Städte wie New Atlantis anbietet, bleibt mir auch ein Rätsel. Wäre da etwas mehr Ordnung im Chaos und eine spürbare Vision, hätte aus Starfield ein richtig starkes Spiel werden können. Doch so bleibt es ein ambitionierter Rollenspiel-Shooter, der sich leider ein wenig in den endlosen Weiten des Alls verliert. Moin moin und hallo, nach zweimonatiger Newspause bin ich endlich wieder am Start und falls ihr mich vergessen haben solltet, ich bin's, euer Krogi und los geht's mit der E3. Dass die im nächsten Jahr wieder stattfinden wird, ist aktuell äußerst unwahrscheinlich. Wie der US-amerikanische Branchenverband ESA mitteilte, habe die E3 für das Jahr 2024 weder einen Veranstalter noch einen Veranstaltungsort. Obendrein wurde die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter ReadPop auch für zukünftige Messen beendet, obwohl eigentlich eine mehrjährige Partnerschaft vorgesehen war. Auch dem Los Angeles Convention Center wurde bereits offiziell abgesagt. Sollte sich also überraschenderweise ein neuer Veranstalter finden, würde die Messe zumindest nicht am gewohnten Ort stattfinden. Die ESA arbeitet angeblich schon an einer kompletten Neuerfindung der Messe, welche derzeit für 2025 geplant ist. Bis dahin wird wie gewohnt Jeff Keighley mit dem Summer Game Fest für Ersatz sorgen, das bereits für nächstes Jahr angekündigt wurde. Freunde, ich weiß, ihr seid aufgeregt, ich bin aufgeregt. Das ist vollkommen nachvollziehbar, denn viele weitere News gibt es jetzt wie immer im Ticker. Rekordstart. Über 6 Millionen Spielerinnen und Spieler starteten in der Release-Woche in Starfield-Abenteuer. Damit ist es zwar der erfolgreichste Launch eines Bethesda-Spiels, aber natürlich auch gleichzeitig das erste, das direkt den ungefähr 25 Millionen Game Pass-Abonnenten zur Verfügung steht. Ciao, Joy-Con Drift. Das ist zumindest die Hoffnung, nachdem Nintendo ein Patent für einen neuen Controller angemeldet hat. Denkbar wäre allerdings auch, dass der Controller gar nicht für die Switch, sondern bereits für die eventuelle Nachfolgerkonsole vorgesehen ist. Ciao Xbox Live Gold! Ab sofort ersetzt Game Pass Core die bisherige Online-Mitgliedschaft und ist Grundvoraussetzung für die Nutzung von Online-Games. Der neue Service kostet ebenfalls 6,99 € im Monat und enthält derzeit eine Bibliothek an 36 Spielen, die mehrmals im Jahr aktualisiert werden sollen. Kurzes Vergnügen! Erst Anfang 2021 hat Publisher Embracer Group Gearbox gekauft. Nun soll es wohl aufgrund von Umstrukturierung bald wieder verkauft werden. Auch wenn es angeblich bereits Interessenten gibt, steht noch nicht fest, wo das Borderlands-Studio landen wird. Doch noch nicht. Eigentlich sollte Ubisofts neuer Free-to-Play-Shooter X-Defiant bereits diesen Sommer erscheinen, nun verzögert sich der Release jedoch. Schuld daran sind nicht näher definierte Zertifizierungsprobleme auf Xbox- und PlayStation-Konsolen. Achtung, Shitstorm! Unity erntet derzeit mit seinem neuen Bezahlmodell heftige Kritik. Der Game-Engine-Entwickler möchte zukünftig für jede Installation eines Spiels auf Unity-Basis bezahlt werden. Sobald die Schwelle von $200.000 Umsatz und 200.000 Downloads erreicht ist, werden ab 2024 zwischen 2 und 20 Cent pro Installation berechnet. Zahlreiche Studios beschwerten sich daraufhin lautstark. Mit der Erklärung, dass dieser Satz nicht für das erneute Installieren auf demselben Gerät fällig wird, versuchte das Unternehmen zwar zu beschwichtigen, ausreichen wird das voraussichtlich aber nicht. Das Spielejahr nähert sich langsam dem Ende und das nutzen Publisher gerne, um nochmal Neuigkeiten und Trailer rauszuhauen. Vergangenen Donnerstag gab es gleich zwei Präsentationen von Nintendo und Sony und Markus hat sie sich für euch angesehen. Viel Spaß! Los ging es mit der Nintendo Direct, die ziemlich viele Remakes zeigte. Angefangen mit Mario vs. Donkey Kong, das ursprünglich für den Game Boy Advance erschienen ist und am 16. Februar 2024 eine Neuauflage bekommt.
2024 wird außerdem Luigi's Mansion 2 HD und ein Remake des GameCube-Klassikers Paper Mario, die Legende vom Äonentor, erscheinen. Direkt im Anschluss der Präsentation stand zudem mit F-Zero 99 eine frische Battle Royale-Version des SNES-Rennspiels zur Verfügung. Ein paar neue Games gab's auch noch. Princess Peach Showdown war zwar schon angekündigt, hat aber jetzt einen längeren Trailer bekommen, der die verschiedenen Transformationen der Prinzessin zeigte. Peach theatralisches Abenteuer hat jetzt mit dem 22. März auch ein Release-Datum. Eine kleine Überraschung war dann noch Unicorn Overlord, ein Taktik-Rollenspiel, das nach eigenen Angaben die Wiedergeburt taktischer Fantasy-RPGs sein möchte. Ich fand's spannend, ob's aber auch was wird, sehen wir am 8. März 2024. Aber das reichte ja noch nicht, weswegen auch Sony am Abend eine State of Play mit einigen neuen Trailern und Ankündigungen in die Weiten des Internets sendete. Die frischen Eindrücke zu Baby Steps waren herrlich skurril und auch die neuen Spielszenen zu Helldivers 2 machten Lust auf mehr. Der klitzekleine VR-Block wirkte trotz Ghostbusters Rise of the Ghost Lord wie eine Randerscheinung und Avatar Frontiers of Pandora ließ uns mit seinen Far Cry-Vibes ebenfalls eher kalt. Aber hey, zu Ghost Runner 2 gibt es ab sofort eine spielbare Demo und der Resident Evil 4 DLC Separate Ways erscheint am 21. September. Neue Eindrücke zu Spider-Man 2 gab's auch, aber dazu werde ich euch schon in der nächsten Woche mehr verklickern können. Den Abschluss machte ein üppiger Trailer zu Final Fantasy VII Rebirth. Das Action-Rollenspiel scheint inhaltlich viel bieten zu wollen und erscheint bereits am 29. Februar 2024. Danke, Markus. Das war's noch schon wieder mit den News für diese Woche. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Krogi. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Assassin's Creed rausgekommen ist. Ich glaube im England des 9. Jahrhunderts. Aber solange Ubisoft noch Regionen und Epochen übrig hat, kann man sich sicher sein, dass es auch dort irgendwo Assassinen gegeben hat. Ja, was ist eigentlich mit der Steinzeit? Oder Afrika? Oder Afrika in der Steinzeit? Oder dem Orient. Oder der Orient. Der Orient. Was würdest du machen im Orient? Ich habe keine Ahnung, ich bin immer total orientierungslos. Altair, Ezio, Edward, Bayek, Cassandra und wie sie doch alle heißen. Über die Jahre hat die Assassin's Creed-Reihe nicht nur verschiedene Protagonistinnen und Protagonisten hervorgebracht, auch die Spiele selbst haben sich über die Jahre weiterentwickelt. Mal in größeren Schritten, mal subtiler. Mit dem nächsten Ableger hat man sich bei Ubisoft auf die Fahne geschrieben, mehr zu den Wurzeln der Reihe zurückzukehren. Und ob das mit Mirage geklappt hat, haben wir selbst ausprobiert. Hi. Here is the lazy boy. I've been waiting on you. So faul war Protagonist Basim gar nicht. Er hat nämlich einiges erlebt. In verschiedenen Gameplay-Abschnitten haben wir Ausschnitte aus seinem Leben als Dieb, seiner Ausbildung zum Assassinen und eine seiner Missionen gesehen. Das endgültige Ziel des Auftrags bestand natürlich darin, eine bestimmte Zielperson zu erledigen. Auf dem Weg dahin haben wir aber so ziemlich alles gemacht, was den Assassinen-Alltag auszeichnet. Meucheln, labern, schleichen, Informationen sammeln und kämpfen natürlich. Lass dich zusammen, Basim. Sofort. Was uns in den Keilereien direkt aufgefallen ist, weil es keinen Block, sondern nur einen Konter gibt, ist gutes Timing wichtiger als hohe Gewalt. Wer blind drauf losstürmt und seine Ausdauerleiste nicht im Blick hält, wird dem ersten Eindruck nach aber eh nicht viel Spaß mit Assassin's Creed Mirage haben. Der Fokus des Spiels wurde nämlich spürbar in Richtung Stealth verschoben, weshalb der Kampf eher die Notlösung als der Masterplan sein sollte. Dass der Assassine sich beim Parcours nach wie vor auch gerne mal magnetisch an Kanten saugt, an die man gar nicht wollte, ist auf der Flucht auch nicht gerade hilfreich. Have patience. Be kind to your progress. Dass man für Basims Abenteuer einen anderen Ansatz gewählt hat, merkt man auch an einer grundlegenden Entschlackung. Wurdet ihr in den letzten Ablegern der Reihe noch mit Waffen und Skills zugeschmissen, fallen Arsenal wie Fähigkeitenbaum spürbar reduziert aus. Ob diese Reduzierung aufs Wesentliche jetzt aus voller Überzeugung zustande kam oder ob es daran liegt, dass Mirage ursprünglich als DLC zu Valhalla geplant war, sei mal dahingestellt. Uns hat diese Entscheidung im Ersteindruck auf jeden Fall gut gefallen, denn selbstverständlich stehen dem ehemaligen Dieb nach wie vor ein paar coole Assassin-Gadgets zur Verfügung. Natürlich können wir viele Punkte, die maßgeblich über den Spielspaßfaktor von Assassin's Creed Mirage entscheiden, noch nicht abschließend beurteilen. Wie spannend ist die Geschichte? Wie abwechslungsreich fällt das Gameplay aus, wenn Waffen und Skills reduziert wurden? Und vor allem, wie gut funktionieren die offener gestalteten Blackbox-Missionen, in denen ihr nicht Checkpoint nach Checkpoint abgrast,
sondern in ein Gebiet geworfen werdet und selbst forschen müsst, um verschiedene Wege zum Ziel zu entdecken. Da sind wir in unserer Gameplay-Session phasenweise nämlich etwas ziellos umhergeirrt. Fakt ist aber, dass wir den Weg weg vom Gigantismus in Kombination mit Elementen der jüngeren Teile für genau den richtigen Schritt halten. Denn auch wenn Assassin's Creed-Fans viel Bekanntes bekommen werden, hatten wir durchaus Spaß. Wer bei modernen Retro-Games wie Chained Echoes oder The Messenger schon Pixel kotzt, sollte jetzt wahrscheinlich besser weghören. Denn Sea of Stars ist eines dieser Spiele, die sich lieber an Klassikern wie Final Fantasy VI oder Chrono Trigger bedienen, statt dem neuesten Extraction- oder Battle-Royale-Hype hinterherzurennen. Also wenn ich jetzt sowas sage wie rundenbasierte Kämpfe oder 16-Bit-Pixel-Look und es bei euch anfängt, wohlig zu kribbeln, dann haben wir vielleicht genau das Richtige für euch. Okay. Nachdem Chained Echoes schon letztes Jahr die Nostalgiekeule geschwungen und große Pixelherzchen bei allen 16-Bit-Liebhaberinnen und Liebhabern hinterlassen hat, taucht jetzt mit Sea of Stars ein neuer Star im Sea of Stars auf. Verstanden? Naja, mit dem RPG im SNES-Charme erzählt das Sabotage-Studio die Vorgeschichte zu ihrem Debüttitel The Messenger. Aber keine Sorge, weil die beiden Spiele sich zwar eine Welt teilen, storytechnisch aber nicht zusammenhängen, müsst ihr The Messenger nicht gespielt haben. Zugegeben, am Anfang ist es ein bisschen schwer, der Story zu folgen, da ihr quasi mit magischen Begriffen nur so bombardiert werdet. Die Kinder Zale und Valer wurden nämlich vom großen Adler ins Dörfchen Mooncradle gebracht, um zu Kriegern der Sonnenwende an der Zenith-Akademie ausgebildet zu werden und ihre innere Magie zu verstärken, damit sie gegen die bösen Schergen des Flashmancers bestehen können. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Sie spüren diese Energie. Mir laufen fast die Tränen. Hat man es aber einmal geschafft, den ganzen Fantasy-Esoterik-Kram zu durchblicken, lässt sich dahinter eine wirklich solide Grundgeschichte erkennen. Da Zale zur Sommer- und Valer zur Wintersonnenwende geboren wurde, verkörpern die beiden das Gegenteil des jeweils anderen. Das merkt man ab und zu an ihren Charakterzügen, vor allem aber an ihrer Fähigkeit, Feuer- bzw. Eismagie zu wirken. Das haben die beiden auch schon als Kinder ziemlich gut drauf. An der Akademie werden sie aber trotzdem nicht aufgenommen, zumindest anfänglich. Nach einigem Hin und Her klappt's nämlich doch, was aber einen Haken mit sich bringt. Weil sie die Akademie nicht verlassen dürfen, können sie ihren besten Freund Garl erst wiedersehen, wenn sie die Ausbildung durch das Nähen eines magischen Stückstoffs abgeschlossen haben. Und wann genau das ist, steht leider in den Sternen. So, die Karten sind bereit. Wer ist denn die nächste Anruferin, der nächste Anrufer? Hi, ich heiße Zale. Ach, hallo, Zale. Schön, dass du da bist. Und was ist denn heute dein Problem? Ja, also ich fange gerade eine neue Ausbildung an und ich wollte fragen, wie lange die so ungefähr dauern wird. Ich muss da so ein Stück Stoff irgendwie machen und naja, vorher darf ich meinen besten Freund nicht wiedersehen. Ja, das habe ich schon öfter gehört. Das passiert häufiger. Wir fragen mal direkt die Karten. Okay. Natürlich der Dämon in umgedrehter Form. Der steht gerade im Merkur. Dann haben wir hier, oh, den Lanzenlord. Der ist auch in umgedreht. Und tatsächlich die fertigen Bauteile des Merkur, die auch in dritter Generation gerade sehr, sehr stark in den Sternen zu sehen sind. Das wird wahrscheinlich bedeuten, dass die Ausbildung in 10 Jahren beendet ist und dann kannst du wunderbar stricken. Ich muss nicht stricken können. Ich meinte natürlich häkeln, ja. Auch nicht häkeln? Nähen? Was? Woher wussten Sie das? Ja, das ist mein Job, mein lieber Mann. Ich glaube, wir haben da auch tatsächlich ein Angebot. Sanctuary of Sewing ist tatsächlich gerade im Shop erhältlich für 35.467 €. Nehme ich. Tja, da hat Zale wohl umsonst Geld bei See der Sterne TV ausgegeben, denn die beiden brauchen trotzdem ganze 10 Jahre, um das magische Tuch zu nähen. Dann wird das kurz in den magischen Teich getunkt und bam, fertig sind die frisch gebackenen Krieger der Sonnenwende. Und zum Start gibt's auch direkt einen heftigen Auftrag. Den letzten Eremiten bekämpfen, der, wie sollte es auch anders sein, die ganze Welt bedroht. Ehrlich gesagt hat uns die Story zu Beginn nicht sonderlich mitgerissen. Es wirkt nämlich alles nach dem alten Rezept. Auserwählte, netter Sidekick, Sonne, Mond, Magie, Kampf, bla bla bla. Glücklicherweise wird die Handlung aber mit jeder Spielstunde besser. Die Story nimmt Fahrt auf, die Charaktere sind ganz sympathisch und die Welt entwickelt sich zusammen mit den Geschehnissen immer ein Stückchen weiter. Dafür hat uns aber direkt das rundenbasierte Kampfsystem überzeugt.
Ist das Gesocks drauf und dran, eine krasse Attacke zu wirken, erscheint über seinem Kopf eine Kombination aus bestimmten Symbolen. Die stehen für verschiedene Fähigkeiten unserer Heldinnen und Helden, die dementsprechend oft gewirkt werden müssen, um den Angriff abzubrechen. Das bringt eine angenehme taktische Note in die Kämpfe und sorgt für ein bisschen Abwechslung im rundenbasierten Einheitsbrei. Was ihr ebenfalls in die strategische Planung mit einbeziehen solltet, ist das Lebensmana. Wie Opa Wolke hier sagen würde, könnt ihr damit Magie nutzen, ohne sie einzusetzen. Ohne das ganze kryptische Blabla heißt das, bei jedem physischen Angriff verliert der Gegner diese kleinen Kugeln hier, auch genannt Lebensmana. Die können von den Charakteren aufgenommen und in deren jeweilige Magie bzw. Fähigkeit umgewandelt werden. Bei Valer ist es also die Eis- und bei Zael die Feuermagie. Und bei Normalugal pure Kraft oder so. Es gibt also einige Möglichkeiten, die Kämpfe in Sea of Stars zu bestreiten, vor allem wenn man noch die Combo-Attacken dazu nimmt. Die werden vor jedem Kampf resettet und durch kritische Treffer und Blocks aufgeladen. Um aber beispielsweise besonders viel Schaden auszuteilen, müsst ihr nur im genau richtigen Moment eine bestimmte Taste drücken. Weil dieses Zeitfenster leider oft gar nicht so offensichtlich und dazu noch willkürlich ist, wäre ein bisschen Hilfe manchmal aber doch angebracht. So, der Kristall ist wieder aufgeladen. Wer ist denn in der Leitung? Hi, ich bin Valer. Valer, meine Teure. Hallo. Ich spür's schon, du hast eine leichte Blockade, ja? Ja, das stimmt. Ich bin gut im Kämpfen, aber ich weiß leider einfach nicht, wie man kritischen Schaden austeilt. Ach, Valer, da fragen wir doch einmal den Kristall. Ich gehe einmal in dich hinein. Achtung. So, ja, ich spür's schon. Ja, du brauchst übernatürlichen Schaden. Mhm. Dafür musst du natürlich die X-Taste im richtigen Moment drücken. Das üben wir vielleicht einmal mit dem Kristall zusammen. Okay. Ja, drück mal X jetzt. Ja. Jetzt in dem Moment? Nein, jetzt, Valer, bitte jetzt. Ich probier's. Ach, Valer, es klappt nicht. Was ist denn da los? Ich krieg's einfach nicht hin. Ja, vielleicht, wir können ja mal versuchen, die Energie des Kristalls einmal zu dir zu schicken. Achtung, ich gehe noch mal hinein, nicht erschrecken. Und ich sende dir die Energie des Kristalls. Ich ziehe sie heraus und schicke sie dir. Ich hoffe, du spürst es schon. Und eigentlich, wenn das jetzt funktioniert hat, und es sollte funktioniert haben, dann hast du in 3 Tagen gar keine Probleme mehr. Okay, danke. Bitteschön. Wenn ihr keine Lust habt, euch mit so einem Scam rumzuschlagen, bietet das Spiel glücklicherweise ein paar Hilfsmittel in Form von Relikten. Die bekommt ihr im Verlauf der Story oder auch im Laden und können dabei helfen, das Spiel ein wenig einfacher zu gestalten. Aktiviert ihr zum Beispiel dieses hier, erscheinen immer Sterne, zumindest wenn ihr im richtigen Moment die richtige Taste für kritischen Schaden gedrückt habt. Damit habt ihr zwar kein direktes Zeichen, wann ihr die Taste drücken müsst, aber immerhin im Nachhinein ein gutes und vor allem offensichtliches Feedback, sodass ihr es beim nächsten Gegner besser machen könnt. Ansonsten gibt es beispielsweise auch dieses hier, mit dem ihr immer mit frisch gefüllter Lebens- und Magieanzeige in einen neuen Kampf startet. Weil die Kämpfe unserem Empfinden nach nie unfair oder überfordernd wirkten, hätten wir das zwar gar nicht zwingend gebraucht, ganz nett ist es natürlich trotzdem. Und einen positiven Nebeneffekt hat es ja auch. Wer einfach nur in der Story voranschreiten möchte, kann die Kämpfe dank der Relikte etwas schneller abwickeln. Mit der Zeit eignet sich eure Truppe weitere Fähigkeiten an, die euch auch außerhalb von Kämpfen weiterbringen und die Erkundung der Welt etwas spaßiger gestalten. So können Zael und Valer beispielsweise die Tageszeiten ändern, was nicht nur die Lösung vieler Rätsel ist, sondern auch noch echt schick aussieht. Aber schick ist ein Stichwort, das generell zu Sea of Stars passt. Das Spiel sieht mit seiner Pixeloptik einfach unfassbar gut aus. Vor allem dank der tollen Beleuchtungseffekte und der damit einhergehenden Lichtstimmung wird die Atmosphäre perfekt eingefangen und bekommt dadurch sogar noch einen modernen Touch. Kein Wunder, denn alleine am Lichtkonzept wurde 6 Monate lang gearbeitet, erklärte Creative Director Thierry Bullinger im vor kurzem veröffentlichten Making-of. Sea of Stars vereint ein solides Kampfsystem, eine wunderbare Retro-Optik mit einer unterhaltsamen Geschichte und gesellt sich damit zu den würdigen Nostalgie-Keulenschwingern der letzten Jahre. Klar, hier und da hat das Pixel-RPG mit kleineren Problemen zu kämpfen, die uns den Spielspaß aber nie verdorben haben. Ist man erstmal mit der Story und den Charakteren warm geworden, überwiegt die Neugier auf das nächste Gebiet und sogar Kleinigkeiten wie der Kochvorgang des gerade erlernten Gerichts haben uns sabbernd vor den Bildschirm gefesselt. Ich meine, wie gut sieht dieses Essen bitte aus? Sollte in eurer Brust also ein kantiges Pixelherz schlagen, das sich nach Abenteuern in einer 16-Bit-Optik sehnt, können wir euch Sea of Stars wärmstens empfehlen.
Natürlich, das frage ich immer. Meine Zuschauer fragen mich immer, scheiße. Hey, du! Das sind doch alles Pappmasen. Mas, natürlich. Lass dir von diesem Typen keinen Baron aufbinden. Du, fuck. Lass dir von diesem Typen keinen Baron auf... Jetzt war ich bei Schwatzen wieder. Lass dir... Fuck, jetzt habe ich ja gezeigt. Lass dir von diesem Typen keinen Baron aufschwatzen. Lass dir von diesem Typen keinen Baron aufschwatzen und werde Teil der Freestar Collective. Oh, fuck, mal live. Hab ich's einmal falsch gemacht. Wiederschauen. Reingehauen.